Hallo, ich bin der Glenn. Und heute möchte ich euch etwas erzählen über die Kids Journey. Weil die Kids Journey ist etwas, was mir besonders am Herzen liegt. Was bedeutet erstmal Kids Journey? Zunächst mal gibt es ja The Journey von Brandon Bass. Das heißt, wo man eine geführte Innenreise macht und es schafft, Dinge loszulassen, Zellerinnerungen zu verändern und so weiter. Und das Gleiche gibt es auch für Kinder. Und das heißt Kids Journey. Der Unterschied ist zum Erwachsenen-Journey, ist, dass das Ganze spielerisch geschieht und nicht so ernst, sondern ganz spielerisch. Ab Kindern von ca. 5, 6 Jahren bis hoch zu 17, 18 kann man diese Kids-Journey wunderbar anbringen und sie wird nur entsprechend dem Alter angepasst, sodass bei einem 5-Jährigen natürlich oder 6-Jährigen eine andere Geschichte passiert als bei einem 17-Jährigen, ist ja klar. Aber was passiert genau? Es wird eine Geschichte erzählt. Eine Geschichte, wo das Kind auf eine Abenteuerreise eingeladen wird. Und zwar in einem Raumschiff durch den eigenen Körper reisen. Das finden die Kinder ganz toll. Und dann irgendwo zu landen und dann kommt eine Erinnerung. Irgendeine Erinnerung, die irgendetwas ausgelöst hat. Zum Beispiel eine Angst, eine Wut, ein Verschlossensein, was auch immer. Und dann wird spielerisch praktisch diese Geschichte aufgelöst, indem man in ein Gespräch geht mit demjenigen, der ihm das angetan hat, Mama, Papa, wer auch immer. Und am Schluss dann wird dann um Verzeihung gebeten. Das heißt, es wird losgelassen, es wird vergeben. Funktioniert bei Kindern einwandfrei deswegen, weil Kinder meistens vielleicht ein Erlebnis hatten in ihrer frühen Kindheit oder als Baby und nicht weitere. Wenn ein Erwachsener so ein Erlebnis hat, da hat er im Laufe seines Lebens ganz viele Referenzerlebnisse, die darauf aufbauen. Und dann hat er nicht nur ein Erlebnis, sondern 20. Aber ein Kind hat meistens nur eins, vielleicht zwei. Und deshalb wirkt es bei Kindern so fantastisch. Die sind danach wie ausgewechselt. Also ich will mal ein Beispiel sagen. Wir hatten zum Beispiel einen Jungen, der war sehr verschüchtert, sehr ruhig, sehr zurückhaltend und so. Dann haben wir eine Journey gemacht, haben festgestellt, es gab mal eine Situation, wo er große Angst hatte. Das konnten wir auflösen. Und der Junge ist wie verwandelt. Denn man kennt den gar nicht wieder. Ja. Er hat nicht so viele Referenzerlebnisse. Er hat ein einziges und deshalb wirkt es so toll. Außerdem machen Kinder einfach spielerisch mit. Die denken nicht drüber nach, ist das jetzt richtig, ist das falsch, funktioniert das überhaupt? Die machen das einfach, ohne nachzudenken. Die haben nicht die kritische Fakultät im Kopf, wie wir es nennen, sondern haben einfach mitgemacht, spielerisch, und haben es dann spielerisch aufgelöst. Also die Kids-Journey ist etwas, was ich allen Eltern wirklich nur ans Herz legen kann, das zu machen mit ihren Kindern, beziehungsweise ihre Kinder zu einem Praktitioner zu geben, der die Kids-Journeys macht. Deshalb sollten es die Eltern nicht selber machen. Es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass sie selber dort auftauchen. Und dann ist es schon gut, wenn das Kind dann wirklich frei sprechen kann. Und deshalb ist es besser, wenn es zu einem Practitioner geht und dort dann praktisch das aussprechen kann, was es damals belastet hat, was passiert ist oder wie auch immer. Ist eine unglaublich schöne Geschichte. Geht relativ schnell, weil Kinder brauchen nicht so lange wie Erwachsene. Die stellen sich alles sofort vor. Es geht sofort, futsch, futsch, futsch und fertig. Und ja, dann haben die Kinder das aufgelöst. Das ist immer wie ein Wunder. Aber es ist kein Wunder. Es wird einfach die Zellinformation, die da ist, verändert und zu einem guten Abschluss gebracht. Durch Vergebung, durch Loslassen, durch auch Ressourcen geben. Dem Kind kriegt neue Fähigkeiten, neue Ressourcen. Ressourcen sind zum Beispiel Mut, Kraft, Freude, Liebe, Kommunikation. Das bekommt das Kind während dieser Reise auch noch. Und das macht die Sache so effektiv. Und der Witz ist, nicht der Witz, und das Besondere ist, danach machen es die Kinder weiter. Die geben das weiter an andere Kinder. Die bekommen auch diese Ressourcen. Eine unglaublich spannende, unheimlich tolle, tiefgehende Geschichte. Und sollte, kann ich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Ja, das war der Glenn. Eine kurze Erklärung zur Kids Journey. Bis zum nächsten Mal.